Ja, willkommen beim verspäteten CSS Magic Lightning Talk. Ich würde sagen, ich erkläre erstmal so ein bisschen, was CSS ist, wie das so aussieht. Und dann zeige ich ein paar Beispiele, zeige eine Webseite, wie diese mit CSS aussieht und was genau an der Webseite CSS ist. Und genau, und dann könnt ihr ja noch Fragen stellen. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Dinge, die euch auf der Seele brennen, die ihr schon immer wissen wolltet, wie man sie in CSS macht. Oder ob es überhaupt in CSS geht. Ja, ich habe ja sowieso keine Zeit, also naja. Erstmal, CSS steht für, ist eine Abkürzung, es ist übrigens schwarz und kein Rot. Ist eine Abkürzung und steht für Cascading CSS und nicht C. Steht für Cascading Style Sheets. Das Wichtige an dem Wort ist das Wort Style, weil es hauptsächlich in Browser für das Styling der HTML-Seite verwendet wird. Also immer wenn ihr irgendeine rote Schrift seht oder eine größere Schrift oder irgendwelche blauen Boxen, dann ist es CSS. Vor allen Dingen in modernen Browsern. Früher war es oftmals so, dass viele Funktionalitäten irgendwie mit HTML gemacht wurden. Dann gab es ganz spezielle HTML-Funktionalitäten, die Dinge blinkend gemacht haben oder von rechts nach links schiebend gemacht haben. Heute ist das alles mit CSS gelöst. Genau. CSS, wer es vielleicht schon mal gesehen hat, bedient sich immer einem Selektor, also sucht irgendwas aus dem HTML-Dokument raus, beispielsweise eine Art von einem HTML-Tag, zum Beispiel ein P. P ist ein Paragraph, wo Text drin steht. Dann wird eine geschweifte Klammer geöffnet und irgendwann wieder geschlossen. So, hier drin habe ich jetzt quasi ein Space, in dem ich alles definieren kann, wie alle Elemente vom Typ P, vom Paragraph in meinem HTML-Dokument aussehen. Und das wird halt jeweils mit einem Keyword gesagt. Und dahinter steht ein Value. Key and Value gibt es so in dem Sinne nicht. Aber bei P ist zum Beispiel immer gut, wenn man zum Beispiel Color, ist super klein geschrieben wahrscheinlich, aber Color verwendet, um die Farbe der Schrift zu ändern und dann halt auf Red setzt. Und somit wären alle Paragraphs in einem Dokument nun rot geschrieben. Genau, das kann man halt auch mit Klassen erweitern. Also es gibt in HTML den Tag Class für oder das Attribut Class für einen Tag, sodass man in CSS Punkt den Klassennamen und dann bekommen alle Elemente, die Klasse Box haben, die jeweiligen Eigenschaften, die man zuordnet. Das gucken wir uns alles gleich nochmal genau an. Das ist jetzt ja sehr, sehr abstrakt und uninteressant. Deshalb zeige ich euch mal meine coole Webseite, die ich gebaut habe. Oh nein, das ist alles kaputt. Nee, es ist gewollt. Also erstmal ist auf der Seite so gut wie nichts mit CSS irgendwie schick gemacht, außer dieser eine orangene Absatz. Direkt daneben sieht man das? Ist es zu klein? Ist es zu klein, ne? So. Und dann größer. Wird das weg? Genau. Hier habe ich jetzt einmal die index.html der Seite auf. Der ganze Text, der auch auf der Seite gerade drauf steht, ist in diesem Dokument drin. Es sind verschiedene Dokumente, es sind hier Div-Container, es sind Paragraphs, es sind Buttons, es sind Labels, es sind Inputs, alles Mögliche. Und auf der anderen Seite habe ich meine CSS-Datei, in der verschiedene Klassen und oder beziehungsweise verschiedene Selektoren drin sind. Für die verschiedene Eigenschaften definiert sind.
Und ganz am Anfang hier meine rote Box passt es perfekt. Ich habe hier eine Klasse, die heißt Redbox und die kann ich in das Attribut des Tags in diese Art reinpacken. Steuerung S, speichern. Gehe auf meine Webseite, lade neu. Tada, die Box ist rot. Genau. Ich kann ja nochmal genau gucken, welche Eigenschaften ich hier drin hatte. Also ich hatte eine Breite von 100 Pixel, eine Höhe von 100 Pixel und eine Hintergrundfarbe rot. Wenn ich nochmal hier auf dem Browser gucke. Ja, 100 Pixel können ungefähr sein. Hintergrundfarbe ist auf jeden Fall rot. Hat anscheinend geklappt. Geht mal weiter. Ich habe hier einen Orange Paragraph. Den habe ich schon drin. Ne? Genau, dann überspringe ich den. Ein Colorful Button mit ganz vielen Eigenschaften. Ich packe den wieder rein. Hier habe ich den Button, das Class-Attribut, packe die Eigenschaft rein, speichern, gehe auf meine Webseite, aktualisiere und tada, ein Button, der seine Farbe ändert. Wie geht das denn? Alles mit CSS und zwar mit der Animationsfunktion von CSS. Mit CSS ist es möglich, einmal Animationen zu definieren. Man kann sagen, dass diese Animationen sagen, dass sie in verschiedenen Schritten verschiedene Dinge machen soll. Beispielsweise hat eine Animation immer eine Länge von quasi 100%. Nun habe ich in 20er-Prozent-Abschnitten immer gesagt, dass eine andere Farbe annehmen soll. Zuerst soll es rot, soll die Hintergrundfarbe rot sein, die Randfarbe blau, dann soll es gelb sein, dann soll es grün sein, dann soll es blau sein, dann wieder rot. Mal gucke, es wird rot, gelb, grün, blau, rot und dann ist da ein kleiner Hacker drin. Aber naja, es folgt dieser Reihenfolge und genauso ist das mit der Randfarbe, die sich auch immer verändert. Was hier auch noch mit drin ist, was ich vielleicht vorher schon hätte einmal kurz auskommentieren sollen, ist oder doch nicht? Also was mir gerade oder was vielleicht auch anderen auffällt, ist, dass dieser Button oder beziehungsweise okay, der Button ändert seine Farbe. Okay, ist egal. Der Button ändert seine Farbe, nimmt die Farben dazwischen immer an, geht hin und her. Worauf ich eigentlich ansprechen wollte, ist ein anderes Beispiel, was später noch kommt. Aber wie gesagt, kommt später. Das nächste ist die schüchterne Checkbox. Da habe ich auch eine Klasse für, die ich wieder einfügen kann. Und mal gucken, was passiert. Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert. Okay. Man sieht es vielleicht. Ich habe hier meinen Mausbutton. Ich gehe in die Nähe der Checkbox und sie verschwindet. Gehe wieder ein bisschen weg. Vielleicht gehe ich mal von unten. Ah, nee. Ja. Also sie geht weg. Es gibt eine Funktion von CSS, die nennt sich Hover. Oder beziehungsweise es gibt noch mehrere Funktionen. Es gibt diese, oder es sind mehr oder weniger eher Events, die ausgelöst werden, wenn verschiedene Kriterien erfüllt sind. Dieses Hover, wie der Name schon sagt, wird ausgelöst, wenn ich über diese Checkbox, oder beziehungsweise über diesen Bereich der Checkbox rüber hovere. Und nur in diesem Fall werden die Eigenschaften ausgeführt, die in diesem Bereich stehen. Hier in diesem Fall ist es dieses Opacity. Opacity heißt, ich glaube, Durchsichtigkeit oder sowas. Und genau, wenn ich zu nah rangehe, dann wird sie ja durchsichtig. Sie ist immer noch da. Wenn ich genau ziele, dann kann ich auch noch die Checkbox anhaken. Ich habe jetzt einmal geklickt, gehe wieder runter, ist sie angehakt, aber sie ist halt unsichtbar. Und vielleicht fällt euch auch auf, dass der Bereich etwas größer ist als die eigentliche Checkbox. Das hängt auch noch mit anderen Eigenschaften zusammen, und zwar dem Padding und es gibt dann noch den Margin, was man benutzen kann. Genau.
so ein HTML-Feld oder ein HTML-Tag, wenn man es so möchte, ist aus verschiedenen Bereichen aufgebaut. In der Mitte ist der Content. Dann folgt das Padding, was immer noch innerhalb des Elements ist. Danach kommt die Border, also der Rand des Elements. Und dann kommt ein Margin. Nun kann es sein, zum Beispiel, dass man verschiedene oder einen Rand haben möchte und dieser Rand aber noch oder über dem Rand noch weiter Abstand zu einem anderen Element ist. Dann kann man das Margin nehmen. Wenn man innerhalb des Elements mehr Platz haben möchte, dann kann man das Padding nehmen. Also es gibt verschiedene Funktionalitäten oder verschiedene Einsatzbereiche für diese Arten von Spacing und das muss man dann jeweils von Fall zu Fall entscheiden. So, ein letztes Beispiel, was ich noch habe, ist diese Hover Rocket. Hier ist zum Beispiel anders als bei allen anderen nicht der Punkt vor, was eine Klasse ist, sondern eine Raute vor, was eine ID ist. Und IDs, der einzige Unterschied zwischen Klassen und IDs sind eigentlich, dass man IDs pro Dokument nur einmal benutzen sollte und Klassen man so oft benutzen kann, wie man möchte. Und dann, also mit Klassen macht man halt eher so generelle Dinge wie verschiedene Boxen oder Paragraphen. Und IDs benutzt man halt, wie gesagt, nur für Dinge, die einmal vorkommen. Es ist ein relativ spezieller Fall. Es passiert vielleicht auch nicht immer, dass man IDs benutzt. Aber genau, könnte sein. So, ich habe jetzt meinem Image hier unten die ID Hover Rocket gegeben, genauso wie es hier in der CSS ist. Und man sieht schon, ist wieder irgendwas mit Animationen und oh, ganz viel Zeug. Ich mache einfach mal an und gucke, was passiert. So, jetzt fliegt diese Rakete hin und her. Also wieder eine Animation, nur mit reinem CSS. Ich brauche kein JavaScript, keine anderen Tools. Das geht alles mit diesem kuriosen CSS. Und in dem Fall ist es wieder, wie gesagt, eine Animation, hier mit verschiedenen Prozentangaben. Und es ist auch möglich, mit CSS Elemente auf dem Dokument zu verschieben. Hier gibt es diese Eigenschaft Transform. Und Transform, wie der Name schon so ein bisschen sagt, transformiert quasi das Element zu verschiedenen oder basierend auf verschiedenen Faktoren. Ich habe hier zum Beispiel gesagt, dass er das um 90 Grad drehen soll. Hier unten sind ja noch weitere Dinge, dass er transformen soll. Soll es um 100 Pixel in Richtung X bewegen, soll es um minus 180 Grad drehen. Also manchmal muss man so ein bisschen ausprobieren, was genau stimmt. Aber in dem Fall ist es halt so, dass 100 Pixel nach rechts sich bewegt, dann 100 Pixel nach rechts und 100 Pixel nach unten. Ist Bewegung nach unten und dann wieder 100 Pixel, nur 100 Pixel nach unten, werden die 100 Pixel nach rechts weggenommen und es bewegt sich quasi nach rechts. Also diese Animation ist dann halt aus diesen drei Stufen aufgebaut und den Rest macht es quasi alleine, also vervollständigt es alleine. Genau, das sind so kleine Beispiele, die man machen kann. Es gibt noch unglaublich viel mehr und man könnte wahrscheinlich 3 Stunden drüber reden. Aber ich glaube, das reicht erstmal. Und ja, danke fürs Zuhören.